Ein bisschen luftig ist es ja schon, ne? Aber, naja. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von GTA Vice City. Ich hab's mir überlegt und mache einfach mal ein bisschen ein paar Parts im Voraus, ohne die neuen Neuerungen. Weil sonst müsst ihr dauerhaft warten auf den neuesten Part. Das wäre ja auch dumm, ne? Deswegen ab zum Lawler oder Lawyer. Ich weiß nicht mehr, wie der Anwalt heißt. Lawyer, ich glaube mit L-A-W-Y-E-R. Aber es schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Gute Gast. Having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Also die Synchro ist einfach der Hammer in GTA. Immer schon gewesen, das bleibt auch so. Das Malibu, ist das ein Partyclub? Kent Paul. Was irgendwas mit dem Beatle zu tun hat, weiß ich nicht. Ups. Bunch of Tools, hier gibt's glaube ich eine Waffe zu holen, ne? Eigentlich, oder? Der Schraubenzieher, der Hammer, das Fleischerball, der Baseballschläger und die Machete. Aber wir kriegen jetzt gleich eine Waffe, kann ich euch versprechen. So. Also wie gesagt, noch nicht die Neuerungen, die ich euch versprochen habe. Dauert noch ein paar Parts. Ich mache ein bisschen die Story und dann, wenn es mal Zeit dafür ist und wir mehr Freiraum haben, kann ich auch ein bisschen rum experimentieren und die Autos dementsprechend verändern. Und mein Fasti ist natürlich wieder perfekt. Das habt ihr ja schon in Need for Speed und Colin McRae und Burnout Paradise gesehen. Da freut man sich doch, oder? Das Malibu Club können wir auch kaufen. Das bringt uns ordentlich Kohle ein. Das kostet aber. Okay, gehen wir rein. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oh, wait. Kent Paul, I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Einfach geil. Diese typischen, ja, nicht diese Engländer-Klischees, aber der so ein Typ, ey. Wird was von mir verprügelt und dann noch, ja, verpiss dich, du Stinktier. Da geht da auch noch irgendwas, Chef. Schutz. Das kann auch wichtig werden. So. Leider habe ich. Ah, ich habe keine Waffe. Was mache ich denn da jetzt? Wow. Ich könnte natürlich ins Polizeipräsidium gehen. Da kann ich noch gar nicht rein. Ah, aber da gibt's Waffen. Doof. Ich habe keine Waffe. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Mess with me, asshole. Also, der hat eine Waffe. Jetzt habe ich ein Handy. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced Ali. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we
two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Oh, man, oh, man. This way. Schnell abhauen. So, und dann gehen wir mal schnell zum Auto von dem. Komm rein, Alter. Du hast Lance zurückgelassen. Geh ihn holen. Jetzt haben wir eine Waffe. Ammunition ist unser Ziel. Ich will mir jetzt aber nichts holen. Naja, nützt ja nichts. Ja, Leute, das ist Lance. Der wird uns noch einige Zeit begleiten. Sage ich euch jetzt schon. Und die Story von diesem ganzen Spiel ist einfach, ja, schon ziemlich cool. Sehr gut durchdacht. Mit ein paar Story-Twists, wer hätte gedacht. So. Dann können wir uns jetzt ausrüsten und eine Uzi holen. Aber nur, wenn wir genug Kohle haben. Und das haben wir im Moment nicht. Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Oben links steht halt immer was Neues gibt und so. Das bringt mir jetzt voll was. Oh Mann, oh Mann. So. Oh, wieder alles kaputt. So, ich könnte natürlich auch einen Bullen erlegen. Entschuldigung, Polizist. Und der würde mir dann einen Schlagstock geben und so. Aber naja. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. I'll be watching you, Tommy. Wie hat er das denn gemacht so schnell? $200, yeah! Geh mal speichern. Sauber. Und ich will mich mal. Ich glaube, man konnte sich doch. Moment. Hey, was ist los? Ah! Hallo? Ja, mir ist leider das Spiel abgekackt. Irgendwie war die Maus nicht mehr zu bewegen. Und das war doof. So, gegen Anruf. Ich weiß mal, ziehen wir uns um. Hallo? Ach ja. Hey, Leo, I think we got a buyer for CS merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's got away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Aha. Schon besser. Diese Partykleider, also ehrlich. So, dann machen wir mal die nächste Mission. Ach du Heiliger, nur Bullen. Komm, 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 ich kann nicht mehr sprinten. Nein! Oh, du bist doch ein Arschloch. Ach Mann! Scheiße. Ah, schon wieder ein. Also verdammt respektlos, Leute. Mann. Ich bin schon doch eigentlich nur zum Anwalt, Mann. Oh, fuck, da kann man ja gar nicht langfahren. Natürlich habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich bin, ne? Da ist ein Motorrad. Motorrad? Nicht Motorrad. Ach, tut mir leid, Leute, das... Wie unnötig, ey. Wie unnötig. Wie unnötig. Das ist so unnötig. Und der das Motorrad, das steuert sich besser als der Waffeleisen, den wir vorher hatten. Hallo. Bitte? Ach, Alter. Mach doch keinen Scheiß. So unrealistisch. Und das Ding ist wirklich schnell, ja? Hä? Was, Alter? Was willst du eigentlich? Das Motorrad ist weg. Na, ganz toll. Wir müssen mehr sprinten, weil sonst hat er eine scheiß Kondition mit der Zeit. So. Letzte Mission in diesem Part. Haben wir es auch schon geschafft.
Die Geschworenen. Oh, oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Bah. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Farelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Huh. Hooray, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Alter! Dieser Hammer wäre nützlich, ja. Ihr seid ja geil. Ach du Heiliger. Machen wir mal dahin. Mann, oh Mann, oh Mann. Diese alten Karre, was hat die auf dir zu suchen? Ich will einfach nur auf M drücken und die Karte angucken, aber das geht nicht. Ich bin da so dran gewöhnt. Welches Spiel überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr. Shit, da ist eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Na. Ah ja, hör ich auf. So. Alter, wie weit wohnt der denn weg? Warum ist das denn so? Wohl lieber zu dem einen da fahren sollen, rechts. Sorry. Ich kann damit nicht fahren. Gib die Scheiße her. Sorry. Ich kann die Musik auch nicht mehr hören. So. Wo bist du? Da oben. Also einfach nur... Ach ja, die Autos muss ich kaputt machen, wenn ich... Alter, wann reicht denn das endlich? Ah. Sauber. Jetzt ramme ich einfach das Auto. Meine Fresse. So, jetzt holen wir noch den anderen. Eieiei, was für ein langer, beschwerlicher Weg das war. Das Malibu. Also wie gesagt, man kann auch die Gebäude hier mal... Ja, komm schon. Aha. Man kann sich auch die Autos hier, die Gebäude hier kaufen und dann generieren die immer wieder Geld, was man abholen kann. Und so kommt man ganz leicht an Auto, an Geld. oh Mann, ey. Also mir macht das Spiel Spaß, ne? Mir macht das Spiel schon echt verdammt viel Spaß. Und ich hoffe euch natürlich auch. Und es wird noch besser, ich sag's euch. Das ist nicht wahr. Mann, oh Mann. Okay, auf ein neues, Leute. Ja, ist okay. Das wird dann nochmal erledigt. Sag mir jetzt bitte nicht, dass mein Wagen weg ist, bitte, ja? Mein Wagen ist weg. Ich bin so ein Idiot, warum mache ich das auch?
Ich hätte auch mal direkt hier zu Beginn hinfahren sollen. Nicht diesen langen, unnötigen Weg machen. So, was willst du denn jetzt? Was soll ich denn machen? Ja, dann machen sie halt so. Mach doch die Scheiße kaputt, ey. You know he's not guilty. He's not guilty. Oh Mann, oh Mann. Dann schnappen wir uns mal die zugerichtete Karre. Super, wenn er dann nur drei Reifen hat. Mann, oh Mann, oh Mann. Es läuft nichts rund hier in diesem Part. So. Zum nächsten und dann haben wir die Mission auch schon geschafft. Ich mach's auch schwerer als es ist, kann das sein? Oh Mann, oh Mann. Es wird aber echt langsam anfangen mit den ganzen Autos und so. Das Ganze ändern. Denn das wird nämlich sehr interessant, das sage ich euch. Also unbedingt bei diesem Projekt dranbleiben, Leute. Denn das wird richtig geil. Richtig geil. Ich muss einfach nur wieder betonen. Einfach dranbleiben, Leute. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. So, und hier mache ich es mir mal ganz leicht. No, he's not guilty. So, wir haben es geschafft, Leute. Das schönste Auto, was man haben kann. So. Wir sind machen uns dann auf dem Weg nach Hause. Sorry. Und Leute, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielleicht mit neuen Autos, vielleicht auch nicht, aber ihr müsst unbedingt dranbleiben. Ich sag's euch, es wird sich lohnen. Custom Music. Neue Autos. Neue Texturen. Es wird geil. Einfach dranbleiben, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, macht ein Like oder einen Kommentar. Ist in der Latte. Hauptsache ihr macht irgendwas. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Part. Und ciao. Kleiner Nachtrag noch. I don't have money, Sonny. Alles klar, Leute. Bis dann und ciao.